Hallo ihr Lieben, ich habe für euch ein herbstliches, schnelles, einfaches und leckeres Rezept. Und zwar eine Kartoffelsuppe mit Zucchini. Die ist wirklich in Handumdrehen gemacht. Und je nach Sämigkeit könnt ihr selber entscheiden, wie viel Wasser ihr zum Schluss hinzufügt. Kommen wir direkt zu der Zubereitung. Als erstes benötigt ihr natürlich Kartoffeln, davon habe ich 400 bis 450 Gramm. Dann eine Möhre, die wird natürlich geschält. Dann werden natürlich die Zucchinis auch geschält, ca. 500 Gramm. Ich habe jetzt diese hellgrünen Zucchinis genommen, die schmecken mir persönlich am besten. Ihr könnt natürlich auch die dunkelgrünen nehmen. Was darf natürlich nicht fehlen? Eine Zwiebel. Ich habe jetzt hier eine rote Zwiebel genommen. In einem Topf ca. 3 bis 4 Esslöffel Olivenöl etwas erhitzen, nicht zu stark. Dann einen Teelöffel Tomatenmark hinzufügen und dann wird das ganze Gemüse mit in den Topf gegeben und ein wenig kleingeschnibbelt. Suppen sind immer eine gute Idee für schnelle, schmackhafte Abendessen, findet ihr nicht? Dieses Rezept kommt ganz ohne Sahne aus. Natürlich könnt ihr auch Sahne hinzufügen, wenn ihr mögt, aber bitte vertraut mir, dieses Rezept schmeckt auch ohne Sahne. Ich habe übrigens vorwiegend festkochende Kartoffeln genommen. Ihr könnt aber auch mehlig kochende Kartoffeln nehmen. Sie verbinden sich perfekt mit dem Gemüse. Alles wird schön sämig, aber nicht zu schwere Konsistenz. Habt ihr noch andere Rezeptwünsche? Wünscht ihr euch eine andere Suppe, die ich machen soll? Dann schreibt es mir gerne jetzt unter dem Video in den Kommentaren. Dazu kommt noch eine Handvoll gehackte Koriander. Das Ganze wird jetzt so circa 3 bis 4 Minuten gedünstet. Immer wieder umrühren, dass auch nichts kleben bleibt. Vor allen Dingen die Kartoffeln, die bleiben schon mal gerne am Topfboden kleben. Nach circa 4 Minuten gebe ich dann die Gewürze hinzu und 1,7 Liter Wasser. Ich habe jetzt hier kochendes Wasser genommen, dann geht es etwas schneller. Nicht zu viel Wasser nehmen, denn am Ende könnt ihr immer noch entscheiden, ist mir das zu breiig, dann gebe ich mehr Wasser hinzu oder ist das genau richtig. Ihr lasst das Ganze so circa 20 bis 30 Minuten köcheln, bis das Gemüse durch ist und dann wird das Ganze mit dem Pürierstab fein püriert. Nach dem Pürieren könnt ihr das Ganze einmal abschmecken mit Salz und Pfeffer. Wer mag, kann noch Oregano hinzufügen. Und dann könnt ihr euch die Suppe schmecken lassen. Die ist doch super schnell gemacht und einfach. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video, eure Rabea. Bye bye.